zusammen. Wir sind jetzt auf dem Weg von unserem Landvergnügungsstellplatz in der Nähe von Hamburg in Richtung Fehmarn. Wollen uns da erstmal eindecken ein bisschen mit Lebensmitteln und dann unseren gebuchten Campingplatz anfahren. Jetzt fahren wir noch durch sehr schöne Gegenden hier im Südosten von Hamburg. Ja. Was hat der Fahrer noch dazu zu sagen? Sehr schön, ja. Jetzt auf unserem ersten Campingplatz angekommen und ich versuche jetzt mal ein paar Stimmen einzufangen, wie es denn hier so ist. Ah, zufällig finde ich hier ein paar Leute. Wie gefällt es denn hier? Windig, warm, Sommer, Sonne, Sonnenschein. Also sehr positiv. Und der Herr? Ich bin ja gerade gekommen.
thermische Luft, Sonnenschein, wenig Wind. Ja. Will man mehr. Moin, genau, moin. Ja, das waren jetzt die Aufnahmen vom Klausdorfer Strand Campingplatz. Ja, wir haben hier viel unternommen, sind ja mit unseren Bekannten unterwegs. Die haben sich ein Wohnmobil gemietet und ja, haben dann Fahrräder mitgenommen. 4 Fahrräder, 2 Fahrzeuge. Die haben ein bisschen weiter, ich glaube Luftlinie 50 Meter auch einen Platz gehabt. Mhm. So haben wir uns dann entweder immer in unserem Fahrzeug oder in deren Fahrzeug oder davor haben uns dann hingesetzt und haben entweder gegrillt, gefrühstückt und so weiter und haben zusammen Sachen unternommen. Wir sind viel mit dem Fahrrad gefahren, wir sind hier am Strand gewesen und der Kollege hat Steinhaufen gebaut. Er hatte da Spaß dran. Also fantastische Sonnenaufgänge. Wir hatten schönes Wetter, teilweise sehr windig. Deswegen bin ich auch mit meiner Drohne nicht geflogen. Deswegen haben wir da keine Aufnahmen von. Versprochen, beim nächsten Campingplatz werde ich auf jeden Fall wieder Drohnenaufnahmen machen. Aber das war dann nicht möglich oder es war mir einfach zu gefährlich bei dem Wind. Ja, wie fandst du es? Es war Campingplatz-Feeling. Also die Parzellen waren nicht abgeteilt durch Hecken. Also es waren Hecken, aber die waren nur so hoch vom Boden. Also kein Sichtschutz in dem Sinne, es war alles sauber. Ich muss wohl sagen, Restaurant haben wir versucht, direkt am ersten Tag einen Platz zu kriegen, also sowohl für den ersten als auch für heute. Hm. Nichts möglich, alles ausgebucht, das war schade, weil als wir da vorbeigingen, war es dann immer nur halb voll, wenn überhaupt. Also das haben wir nicht so ganz verstanden, obwohl alle Tische besetzt hätten werden können. Ja, und dann ist auch noch was passiert. Dann haben wir danach, ich wollte was fragen, wann das Testzentrum auf hat, weil wir wollten für den nächsten Tag, weil wir, oder für morgen, wir fahren ja morgen weiter für den nächsten Campingplatz, wollten wir jetzt, brauchen wir einen neuen Test und dann wollte ich im Restaurant fragen, hat die Rezeption noch auf? Und dann war vor uns ein Paar, die haben gefragt, ja, wir würden gerne heute hier essen. Ja. Die wurden zum Tisch geführt, keine Reservierung, nichts, gar nichts. Und fanden wir ein bisschen komisch. Und mit dem Brötchen holen war es auch schon sehr voll. Also das erste Mal haben wir gar nicht geholt jetzt. Und es ist sehr, also lange Schlange war da. Das ist irgendwie nicht so gut organisiert. Ansonsten Toiletten, Duschen, okay, Spülmöglichkeiten sind mehrere auch vorhanden. Ist ja auch ein großer Platz. Ja. Wir hatten am Platz hatten wir Strom und wir hatten Wasser und wir hätten auch unser Abwasser hätten wir da ableiten können, aber ich habe gar keinen langen Schlauch, sodass ich das da ableiten und für 2-3 Tage stehen, brauche ich auch kein Abwasser irgendwie sofort abzuleiten. Das haben wir dann beim Rausfahren gemacht.
Das ist übrigens ganz komplett neu gebaut worden, diese Ver- und Entsorgung. Super klasse. Und da stehen auch zwei, wie heißen jetzt diese Automaten? Camper Clean. Camper Clean, genau, wo man die Kassette einfach reinstellt und die Toilette wird gespült. Für 1 Euro? Für 1 Euro. Sehr günstig, muss ich sagen. Hat super funktioniert, wurde auch oft genutzt. Also da war keine Schlange davor, aber die Leute haben alle gesagt, für 1 Euro, ja. Man hätte die Kassette auch so ausgießen können, habe ich auch einmal gemacht. War nicht so gut, weil ringsrum drei Wände waren, also ein fast geschlossener Raum. Eine Seite war offen, aber ihr wisst ja, was ihr für einen Scheiß macht, hätte ich beinahe gesagt. Und die Gerüche sind dann dementsprechend. Also diese Camper Clean Geschichte für 1 Euro, das haben viele genutzt und das fanden auch alle ganz toll. Ja, die waren alle sehr freundlich, die Bediensteten, ne, vorne an der Anmeldung, an der Rezeption. Jo. Sauna gab es da auch noch. Sauna gab es da noch. Ja. Haben wir nicht genutzt jetzt. Ja. Was sonst noch über den Platz zu sagen? Ja, es gibt schöne Lage, ne? Dauercamper. Mhm. Wir hatten wirklich in erster Reihe. Wir standen mit der Windschutzscheibe nach vorne zum Meer. Wir haben rausgeguckt und haben das Meer gesehen. Ein bisschen erhoben, so auf 10 Meter Höhe, würde ich mal sagen. Es ging ja dann steil runter zum Strand und ja, war eine sehr schöne Erfahrung. Am Campingplatz ging dann ein Radweg vorbei, da fuhren also permanent Radfahrer vorbei. Die haben uns aber nicht gestört. Ja, ja, Puttgarden war auch entfernungsmäßig gut zu erreichen. Wir sind mit da werden noch Sachen nachgereicht, denke ich, oder? Was denn? Bilder? Ne, wieso? Nicht? Gut. Ja, nö. Ist im Film alles schon drin. Ach so, ist schon alles drin. Okay. Ja, weiß ich ja nicht. Du hast das ja gemacht. Puttgarden, da gibt es diesen größten Duty-Free. Ne, ist kein Duty-Free-Shop. Ne? Was ist das? Boardshop nennt sich das. Border, Boarding Shop oder Boarding, egal, irgendwas. Ja. Da haben die Duty-Free-Shop auf dem Schiff. Auf 3 Etagen und unglaublich groß. Mhm. Erste Etage, tja, Sekt, Alkohol, weiß nicht, Bier. Zweite, glaube ich, irgendwie die härteren Sachen, eine komplette Etage, unglaublich, was die an Alkohol und an Sondergrößen haben. Dritte Etage, kann man sagen, Süßigkeiten zu 80%, der Rest war Kosmetikartikel und Parfüm, Toblerone-Stange, 2 Meter groß, also so Sondergrößen, von einmal Lakritz bis mini, mini kleine Waffeln, die man in einen Haps im Mund verschwinden lassen kann. Und ja, da waren Leute, die hatten einen Einkaufswagen. Ich habe gedacht, der Einkaufswagen bricht jeden Moment zusammen. Der war randvoll und dann auch oben Berg drauf. Mhm. Also für die Dänen, Schweden und Finnen muss sich das lohnen, weil die fahren mit der Fähre rüber nach Deutschland, nach Puttgarden, kaufen auf dem Schiff ein, stopfen das Auto voll, fahren mit dem Auto direkt die Ecke wieder rum, in den, weil die im Fährhafen, glaube ich, sind. Das ist so eine Freihandelszone. Und weil das dieser Duty-Free-Shop auf dem Schiff ist, gilt das noch irgendwie auf See. Dann kaufen die ein und fahren mit dem Auto der Ecke rum, wieder auf die Fähre und fahren zurück nach Schweden, Finnland, sonst was. Das muss sich irre lohnen, weil das bei denen wahrscheinlich schweineteuer ist. Also wir haben da nicht so viel Preisunterschiede gemerkt. Die Preise waren ungefähr wie bei uns, aber es gab halt eine super Auswahl. Ja. Na, und das kann man sich mal angucken. Das ist sehenswert. Genau, das sollte man sich angucken, aber einen Rechner mitnehmen, genau gucken, was kostet das, weil es ist nicht alles, also für uns Deutsche, sage ich mal, nicht günstig, aber man bekommt Sondergrößen und ich sag mal, eine Toblerone-Stange für 2 Meter kriege ich nicht an jeder Ecke. Also das ist schon was Besonderes. Ja, gut. Das war es, dieser Bericht für den Klausdorfer Strand. Mhm. Unser erster Campingplatz. Und morgen fahren wir weiter. Wo fahren wir eigentlich hin? Wulfenerhals. Wulfenerhals ist der nächste Campingplatz. Der ist im Süden. Da müssen wir wieder vorher zum Testzentrum einen Test machen. Ja. Ja. Also, ein Daumen nach oben würde uns freuen. Das hilft uns auch. Und wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, der darf das natürlich kostenlos tun. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.